Es ist in der Tat ein besonderer Vormittag, zu dem ich Sie alle ganz herzlich hier im David-Schuster-Saal unseres jüdischen Gemeindezentrums Shalom Europa willkommen heißen darf. Ein besonderer Vormittag. Seit langer Zeit können wir als Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit wieder einen Vortrag in Präsenz anbieten. Ich freue mich sehr, dass Sie hier im Saal unserer Einladung tatsächlich gefolgt sind. Wir konnten das nicht so ganz absehen, wie viele Menschen sind tatsächlich jetzt schon in diesen Zeiten des sich wieder Eingewöhnens an solche Formate hierher trauen. Gleichzeitig wollen wir auch diesen Vortrag für Menschen zugänglich machen, die am Thema interessiert sind, aber heute nicht an der Präsenzveranstaltung teilnehmen können. Deshalb wird der Vortrag aufgezeichnet und später über unsere Website zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank, Herrn Alexander Schiff aus unserem Vorstand, für die technische Umsetzung dafür, dass du das möglich machst. Ein besonderer Vormittag ist es. Auch deshalb, weil wir mit dieser Veranstaltung einen Beitrag leisten wollen zum diesjährigen 100. Würzburger Mozartfest. Ich danke dem gesamten Mozartfest-Team für die Zusammenarbeit. Danke vor allem Frau Dimitra Will, mit der wir immer wieder eng zusammengearbeitet haben und im Kontakt waren. Die dritte Besonderheit, es freut mich, es freut uns außerordentlich, dass Sie, Herr Professor Ulrich Konrad, unserer Einladung gefolgt sind und uns heute in dieser Stunde mit einem Matinee-Vortrag einen Beitrag leisten zum Mozartfestprogramm, einen Beitrag auch zu unserem Programm der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Sie, Herr Professor Konrad, sind nicht nur Vorsitzender des Mozartfest-Kuratoriums und damit in diesen Tagen durchaus gut beschäftigt, was wir also umso mehr zu schätzen wissen, dass Sie für uns Zeit haben, sondern als Ordinarius am Institut für Musikforschung der Universität Würzburg der Kenner des Themas, das uns heute zusammenführt. Mozartpflege im Dritten Reich. Darüber hinaus, auch das darf ich sagen, sind Sie unserer Gesellschaft schon lange. Uns war sehr daran gelegen, dass wir als Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ein Thema zum 100-jährigen Mozartfestjubiläum beisteuern, das sozusagen zu unserer Programmatik passt. Immer wieder arbeiten wir als Gesellschaft mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, aber auch mit Trägern der Kultur in unserer Stadt und Region. Immer wieder, wenn es darum geht, im weiteren Sinn das Zusammenleben von Menschen, von Christinnen, Christen, Jüdinnen und Juden in unserer Stadt und zunehmend auch mit Muslimen das Klima in unserer Stadt zu beleuchten. Wir leben doch gerade in diesen Zeiten, wie gesellschaftsprägend und damit zutiefst systemrelevant, wenn ich den Begriff hier benutzen darf, die Kunst ist, die Kultur. Wo sie fehlt, auch das haben wir in den vergangenen Monaten ja erlebt, oder sich nur eingeschränkt entfalten kann, da verändern sich Denken und Wahrnehmen einer Gesellschaft. Wo sie wie in Diktaturen ihrer Freiheit beraubt oder politisch verzweckt wird, kann Kultur, kann die Kunst ein Teil der manipulativen Propaganda werden, mitunter sogar Komplizen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns für den heutigen Vormittag zugesagt haben, lieber Professor Konrad, den Blick auf die Mozartpflege im sogenannten Dritten Reich zu lenken und so auch einen Blick darauf zu lenken, wozu Kunst fähig ist, aber auch missbraucht werden kann. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihnen, lieber Herr Hose, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und der Gesellschaft für Zusammenarbeit und dem Mozartfest herzlichen Dank, dass ich mich dieses schwierigen Themas, des Nachdenkens über dieses schwierige Thema hier mit Ihnen zusammen annehmen darf. Wer im Rahmen eines öffentlichen Vortrags Streiflichter auf einen Gegenstand der Musikgeschichte Deutschlands in den Jahren 1933 bis 1945 werfen möchte, der wird gut beraten sein, seinen spezielleren Ausführungen ein paar allgemeinere Bemerkungen voranzustellen.
Denn auch heute noch besteht die Gefahr, im Reden über die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft Missverständnisse zu provozieren, in der Regel entweder mit einer aggressiv anklagenden Bloßstellung von Personen und ihren Handlungen oder genau umgekehrt mit einer besänftigend entschuldigenden Rechtfertigung ihrer Taten. Dabei sollte 66 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges außer Frage stehen, dass alles, was im sogenannten Dritten Reich an Verbrechen und Übeltaten begangen wurde oder an Mitläufertum und Anpassung sich ereignet hat, ohne Einschränkung ins Licht der historischen Aufklärung zu stellen ist. Nicht der ist glücklich, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist, sondern jeder, der vor der Vergangenheit verantwortungsbewusst handelt und sich um nüchterne Einsicht in die geschichtlichen Vorgänge bemüht. Aber Historiker sind keine Richter und sie sollten der Versuchung zu widerstehen wissen, aus der sicheren Position desjenigen und derjenigen, die hinterher immer alles besser wissen, eine vermeintliche moralische Überlegenheit vorzuführen. Gleichzeitig müssen sie jedoch allen Stimmen das Gehör verweigern, die ihnen einflüstern wollen, es sei genug geforscht und nun müssten die Dinge ruhen dürfen. Das deutsche Musikleben der NS-Zeit, darüber hat von Anfang an Klarheit zu herrschen, begann weder voraussetzungslos noch kam es abrupt an sein Ende. Vielmehr ereignet es sich in einer musikgeschichtlichen Periode des 20. Jahrhunderts, die hinsichtlich der prägenden Künstler und der ideologischen Überzeugungen einerseits eine längere Vorgeschichte vor 1933 aufweist und andererseits nach 1945 in vieler Hinsicht fortdauerte. Die Meinung, mit der nationalsozialistischen Machtergreifung habe auf dem Gebiet der Musik plötzlich eine neue Zeitrechnung begonnen, ist ebenso fragwürdig wie die andere, die eine Stunde Null nach dem totalen Zusammenbruch Deutschlands erkennen wollte oder will. Selbstverständlich haben Kernelemente der verbrecherischen NS-Ideologie nur in den 12 verhängnisvollen Jahren des Dritten Reichs ihre volle Wirkung entfaltet, so die vom Rassenwahn diktierte Vertreibung oder Ermordung jüdischer Musiker, das Aufführungsverbot von Werken jüdischer Komponisten und die Ächtung sogenannter entarteter Musik. Darüber hinaus aber behaupteten sich Auffassungen vom Wesen der Musik und Überzeugungen hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Stellung, die sich schon viel früher ausgebildet hatten und auch nach 1945 fortlebten. Nirgends erweisen sich diese Kontinuitäten unmittelbarer einsichtig als beim Personal der Künstler, Musikfunktionäre, Musikpublizisten und Musikwissenschaftler. Viele von ihnen, die im Dritten Reich hohe Stellungen besetzten und Einfluss ausübten, waren in spätwilhelminischer oder Weimarer Zeit groß geworden, erlebten nach 1933 wichtige Stationen ihrer Karriere und setzten der Nachkriegszeit nach teils längeren Unterbrechungen doch zum größten Teil schon in den späten 1940er Jahren ihre Laufbahn fort. Das gilt für Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler, Clemens Krauss, Karl Böhm oder Herbert von Karajan, für Komponisten wie Wolfgang Fortner, Karl Orff oder Cäsar Bresgen, ebenso wie für Mozart-Forscher etwa Ludwig Schiedermeier, Erik Schenk, Alfred Orell oder Erich Valentin. Die Mozartpflege im Dritten Reich lässt sich in diesen generellen Befund bruchlos einschließen. Nach 1933 erfuhr sie keine nennenswerte Änderungen gegenüber der vorangegangenen Zeit, erlebte lediglich in den Jahren 1938 bis 1941 aus politischen Gründen, dazu beflügelt vom anstehenden 150. Todestag des Komponisten, eine bemerkenswerte Blüte, setzte sich aber nach Kriegsende auf ähnlichem Niveau fort wie in der ersten Jahrhunderthälfte.
Selbstverständlich bemächtigten sich die Machthaber auf ihrem ideologischen Feldzug durch die Landschaft der Künste auch Mozarts. Aber anders als etwa im Falle Wagners, wo es zu folgenschwerer Eroberung und substanzieller Ausbeutung kam, blieb die Vereinnahmung Mozarts längere Zeit hindurch eher unauffällig. Das lag hauptsächlich daran, dass es zum einen keine wirklich fassbare nationalsozialistische Musikästhetik gab, in der Mozart von vornherein einen individuellen Platz eingenommen hätte, zum anderen aber da, wo sich etwa um Wagner, Bruckner oder Beethoven musikideologische Kerne auskristallisierten, Mozarts Musik in dieser Hinsicht zunächst keine herausgehobene Rolle spielte. Das änderte sich erst 1938 nach dem Anschluss Österreichs und kulminierte 1941 dem 185. Geburts- und 150. Todesjahr Mozarts, als die beginnenden krisenhaften Veränderungen des Dritten Reiches im nunmehr zweiten Kriegsjahr besondere Propagandamaßnahmen seitens der Machthaber erforderlich scheinen ließen. Eine historisch angemessene Skizze der Mozartpflege im Dritten Reich wird vor diesem Hintergrund nicht umhinkommen, wenigstens die wichtigsten ideellen Motive etwas genauer ins Auge zu fassen und vor allen Dingen das wichtigste ideelle Motiv, das über Jahrzehnte hin prägend wirkte. Gemeint ist das Ideologem vom deutschen Mozart. In ihm verbinden sich mehrere historische Zuflüsse zu einem am Ende mächtigen nationalistischen Impuls, den das NS-Regime vergleichsweise leicht ganz in seinem Sinne instrumentalisieren konnte. Wie das im Einzelnen geschah, wird dann im weiteren Verlauf meiner Darlegungen an prägnanten Beispielen zu zeigen sein. Dabei sollen auch zeitgenössische Text- und Bildzeugnisse sprechen, damit über die Analyse des Historikers hinaus eine unmittelbare Anschauung von programmatischem Tun und medialer Inszenierung des NS-Mozartkultes entsteht. Das Mozartbild der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war von einer Tendenz zur Germanisierung des Komponisten bestimmt. Die nationale Demütigung, die das deutsche Volk nach dem, wie man es nannte, Diktat von Versailles kollektiv empfand, sollte wenigstens teilweise kompensiert werden durch die fortdauernde Besinnung auf Werte der deutschen Kultur und die selbstbewusste Pflege des Anspruchs, deutsche Kunst sei derjenigen anderer Nationen weit überlegen. So wurde denn auch Mozart selbstverständlich zu den, wie man es damals gerne bezeichnete, großen Deutschen gezählt, nicht nur wegen seiner Herkunft väterlicherseits aus einer Augsburger Familie und seiner Geburt in Salzburg, das als selbstständiges Fürstentum zum Alten Reich und nicht zu Österreich gehört hatte, sondern besonders wegen seiner gelegentlichen brieflichen Äußerungen, er, Mozart, bekenne sich voller Stolz zu Deutschland, seinem geliebten Vaterland und zur deutschen Nation, der er als Künstler, wie er in einem Brief schreibt, Ehre machen wolle. Im sich zunehmend verengenden nationalistischen Geist der 1920er und 30er Jahre ließen sich derartige Aussagen Mozarts, die in der Zeit des späten 18. Jahrhunderts noch kaum gegen andere Völker und kulturelle Traditionen gerichtet waren, aggressiv umdeuten. Der deutsche Mozart konnte gleichsam gegen Franzosen und Italiener, gegen die Macht des Kulturbolschewismus in Stellung gebracht werden. Als im Jahre 1931 in Salzburg die zweite wissenschaftliche Tagung der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg stattfand und in deren Folge das Zentralinstitut für Mozartforschung gegründet wurde, hielt der deutsche Musikwissenschaftler Ludwig Schiedermeier einen Grundsatzvortrag zum Thema das deutsche Mozartbild. Darin leitete er Mozart Wesen und Werden, sein deutsches Empfinden aus einer
nationalen Verwurzelung im Deutschtum her. Vor der Totalität der in Volk und Boden gründenden Persönlichkeit stünden einzelne äußere Einflüsse zurück, seien etwa Mozarts Opernfiguren letztlich genauso deutschen Charakters wie seine Instrumentalwerke deutsch empfunden. In den Ländern der nach dem Ersten Weltkrieg untergegangenen K&K-Monarchie erhielt die Rede von Mozarts Deutschtum einen etwas anderen Akzent. Nun gab es mit der Ersten Republik ein neues Österreich, das den Salzburger Mozart hätte zu einem der Seinen machen können. Das geschah zunächst nicht, denn die Österreicher empfanden sich als deutsches Volk bei juvarischer Stammeszugehörigkeit und somit nach Volkstum und Kultur als Teil der deutschen Nation. Dieses Selbstbewusstsein erfuhr jedoch 1934 eine Wendung, als der neu formierte christliche Ständestaat ein eigenes, ein österreichisches Deutschtum propagierte, das die deutsche Nation und Kultur besser repräsentiere als das Hitlerdeutschland. Fortan galt der österreichische Mensch als der bessere Deutsche. Mozart wurde als einer der Musiker beschrieben, der dem machtvollen Durchbruch österreichischer Musikalität zum Sieg verholfen, der, Zitat, die Befreiung von dem innerlich doch als fremd empfundenen gesucht und erreicht habe. Mit dem Fremden war hier vor allem die italienische Oper gemeint. Und in seiner Musik die volkstümlichen Momente habe hörbar werden lassen. Diese ständestaatliche Ideologie fand freilich 1938 mit Hitlers Einmarsch unvermittelt ein Ende. Und die auch zuvor schon starken Stimmen einer großdeutschen Sicht sahen sich bestätigt. Mozart gehörte eben nach dieser Anschauung seit eh und je zu den Denkmälern deutschen Geistes. Aufs Ganze gesehen besaß also die Anschauung, Mozart sei einer der großen deutschen Künstler schlechthin, über den der Welt die zunächst nur kulturelle Überlegenheit der Deutschen vor Augen und Ohren zu führen war, schon vor 1933 eine längere Geschichte, musste jedenfalls nicht eigens ausgebildet und gelehrt werden. Sie fügte sich nahtlos in das Bemühen der Nationalsozialisten ein, die fratzenhaften Züge ihres Doppelgesichts aus Terror und schönem Schein zu kaschieren. Die Literaturwissenschaftlerin Hildegard Brenner hat 1963 diesen wichtigen Aspekt einer Ästhetisierung der Politik, die schon, wie schon der Philosoph und Kulturkritiker Walter Benjamin sie 1936 treffend bezeichnet hatte, wie folgt beschrieben. Eine an sich gewiss nicht neue Sache war hier für den Nationalsozialismus entdeckt worden. Das nämlich Kunst nicht nur erklärter Gegenstand von Politik sein kann, also Bücher zu verbrennen, Bilder zu stürmen, gegnerische Denkmäler zu zerstören, eigene aufzurichten, sondern dass sie darüber hinaus auch als Medium benutzt werden kann, um Vorstellungen, Wünsche, Leitbilder zu wecken, Gedanken und Meinungen zu lenken, ja sogar Handlungsweisen vorzuschreiben. Dass die Künste seit langem mit dem Anschein des Angenehmen, dem Glanz des Feiertäglichen versehen, sich sogar besonders gut dazu eignen, dass über sie lautlos, unauffällig und unaufdringlich Tendenzen ins Publikum befördert werden können, ohne seine Illusion zu beeinträchtigen, in einer anderen, einer reinen, nämlich von Nebenabsichten umgebenden Welt und sei es nur der harmlosen Unterhaltung zu weilen. Propagandaminister Josef Goebbels hatte seiner Hörerschaft diese Entdeckung auf dem Nürnberger Parteitag von 1934 rhetorisch wirkungsvoll mit folgenden Worten vermittelt, ich zitiere, es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht,
besser und beglückender aber ist es, das Herz des Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Im Falle Mozarts musste das Herz des Volkes, sagen wir etwas einfacher, das musikliebende Publikum weder gewonnen, noch mussten große Anstrengungen unternommen werden, es bei Mozart zu halten. Er war in der musikalischen Öffentlichkeit mit seinem Namen und einem Kernrepertoire seiner Werke präsent. Überblickt man die Spielplanstatistik der Opernhäuser im Deutschen Reich von 1932 bis 1943, so teilen sich in die ersten fünf Plätze fast immer dieselben Namen, darunter bemerkenswerterweise zwei von Italienern, nämlich Wagner, Verdi, Puccini, Lortzing und Mozart. Letzterer, Mozart, rangiert meist auf Rang 5. Und nur im Jubiläumsjahr 1941 schnellt er kurzfristig auf die Führungsposition. Im Konzertleben sah es ähnlich aus. Am häufigsten standen Werke von Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner und Mozart auf den Programmen. Auch hier gelangt Mozart nur 1941 auf Platz 1. Bei den Opern lässt sich eine klare Rangliste aufstellen. Mozarts meistgespielte Oper war Le Nozze di Figaro, Hochzeit des Figaro, gefolgt von der Zauberflöte. Mit etwas größerem Abstand schließen sich die Entführung aus dem Serail und Don Giovanni. Deutlich von dieser Spitzengruppe abgesetzt sind Così fan tutti, Idomeneo und abgeschlagen auf Platz 10 La Clemenza Tito. Um die Relationen zu verdeutlichen, den 2653 Aufführungen des Figaro standen ganze 75 des Titus gegenüber. Bei den Symphonien führen die Große in G-Moll und die Jupiter-Symphonie vor der späten in S-Dur die Statistik an. Dann folgen noch die Prager und die Haffner-Symphonie. Von den Violinkonzerten werden fast nur die in D-Dur und G-Dur, Verzeichnis 218 und 19 gespielt. Die kleine Nachtmusik erfreut sich größter Beliebtheit. Ansonsten bleibt die Auswahl an Werken Mozarts, die im Konzert präsent sind, gemessen an der Gesamtzahl seiner Kompositionen ziemlich klein. Da Mozart einerseits eine feste Repertoiregröße darstellte, andererseits seitens der Machthaber in den ersten Jahren nach ihrer Machtergreifung kein Bedarf bestand, ihn in spezifischer Weise zu funktionalisieren, bewegte sich die Mozartpflege eine Zeit lang in den Bahnen wie zuvor weiter. Über einige bei schärferer ideologischer Betrachtung problematische Punkte im Umgang mit Biografie und Schaffen des Komponisten scheint nicht weiter nachgedacht worden zu sein, obwohl sie, zumindest für Nationalsozialisten strenger Observanz, hätten leicht erkennbar sein müssen. Sie betrafen im Wesentlichen Mozarts Zugehörigkeit zu einer Freimaurerloge, dann den hohen Anteil an kirchenmusikalischen Werken in seinem Oeuvre, weiterhin seine intensive Zusammenarbeit mit dem jüdischen Librettisten Lorenzo da Ponte, sowie die auf den Theatern allgemein eingeführten deutschen Übersetzungen der italienischen Opern durch jüdische Bearbeitung. Bei diesen in den Augen des NS-Regimes dunklen Flecken auf dem ansonsten strahlenden Bild des guten deutschen Komponisten Mozart mussten die zuständigen Stellen des nationalsozialistischen Organisationsapparates, der nebenbei bemerkt weniger durch Effizienz glänzte, als sich mehr durch dauernden Kompetenzwirrwarr und bürokratische Überregulierung selbst hemmte, mussten also die Verantwortlichen Retuschen vornehmen. Aber auch hier hatten ihnen vorangegangene Generationen die Arbeit zum Teil schon etwas abgenommen. Am meisten trifft diese Feststellung für die Kirchenmusik Mozarts zu, die seit der Kritik durch romantische Autoren wie E.T.A. Hoffmann oder Anton Friedrich Justus Thibaut
und dem rigorosen Wirken kirchenmusikalischer Restauration aus dem Geist des Cäcilinianismus in hohem Maße aus dem Blick des Publikums verdrängt worden war. So gehörten die meisten Messen und sonstigen Werke für den liturgischen Gebrauch zum weitgehend abgelegten kirchenmusikalischen Repertoire, ganz abgesehen davon, dass auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts solche Kompositionen in der Regel nicht im Konzertsaal aufgeführt wurden, sondern wenn, dann im Gottesdienst in Kirchen. Ihre seltenen Darbietungen aber wurden durch linientreue Berichterstattung ins erwünschte braune Licht gestellt. Das heißt, der dem Regime ungelegene christlich-katholische Gehalt dieser Werke wurde im Sinne eines pseudoromantisch-martialischen Geniekultes umgedeutet und säkularisiert. Wie das aussah, gibt ein Artikel aus dem Salzburger Volksblatt vom 16. August 1938 zu erkennen, in dem über eine Produktion der C-Moll-Messe in der Stiftskirche St. Peter Folgendes zu lesen war. Auf dem Altar der St. Peterskirche steht hoch oben im Gebälk ein großer vergoldeter Engel. Seine Bewegungen sind von machtvollem Schwung. Er ist Diener des Herrn und dennoch selbst ein Gebieter. Aus seinen Gesten sprechen Stolz und Heroismus. Sonnenstrahlen liegen auf der Figur, steigern ihren Effekt. Sie erscheint in einer zeitlosen Größe. So etwa interpretiert Meinhard von Zallinger, der damalige Dirigent, Mozarts C-Moll-Messe. Mozarts Gebet ist in Gold gefasst. Obwohl fromm und ergeben, zuckt es voll Leben, sprengt es die Fesseln stiller Ergebenheit. Aus der Dienenden wird die triumphierende Kirche, eine Kirche, die heilig und weltlich zugleich ist. Der Sturm der Jetztzeit wird in diese Musik gelegt, die männliche und kämpferische Steigerung, die große heroische Gesinnung. Das ist kein Mozart gesenkten Blicks, kein Betbruder Mozart, der sein Gebet flüstert, sondern Mozart, der jung, frei ins Antlitz des Herrn sieht, ein deutscher Jüngling voll Kraft, der Demut im Herzen trägt, aber auch Stolz und Daseinswille, ein Mozart, der Gottesknecht und eigener Herr zugleich ist. 4 Monate vor diesem nur schwer erträglichen Elaborat des damals in Salzburger führenden Kritikers Otto Kunst hatte der Komponist Josef Messner, der auch katholischer Priester war, die Aufführung von Mozarts Krönungsmesse mit den Worten angekündigt, ich zitiere, Mozarts Gloria soll ein Dankgebet sein zu Gott für die große Tat unseres herrlichen Führers Adolf Hitler. In ähnlicher Weise wurde das Requiem vereinnahmt, allerdings erst in den Kriegsjahren, wobei dem Werk nun die Rolle einer Heldengedenkmusik, einer weltlichen Totenfeier zugesprochen wurde. Den Eindruck dieser, Zitat, tiefsten und erschütterndsten aller dem Andenken teurer Toten gewidmeten Trauermessen trübten allerdings eifrigen Parteigenossen, wie 1940 dem Marburger Universitätsmusikdirektor Hermann Stefani, einzelne unzeitgemäße Textstellen, womit er alttestamentliche Verweise und Wörter meinte. Da konnte nun leicht Abhilfe geschaffen werden, wofür Stefani eine Reihe von Änderungen vorschlug. So sollte beispielsweise der Doppelvers im Introitus, TDZ Hymnus Deus in Sion, et Tiberidetur Votum in Jerusalem, also dir gebührt ein Loblied, Gott in Sion, und dir erfülle man sein Gelübde in Jerusalem, nun politisch korrekt lauten, Sie sehen es, TDZ Hymnus Deus in Solis et Tiberidetur Votum hic in terra. Dir gebührt das ein Loblied Gott in den Himmeln, dir erfülle man sein Gelübde hier auf der Erde.
Im Offertorium wurde das Erlösungsversprechen an Abraham und seine Nachfahren, quam olim Abrahae promisisti et semini Deus, was du einst Abraham versprochen hast und seinen Nachkommen, dilettantisch umgeändert zunächst in quam olim homini promisisti et semini Eius, was du einst dem Menschen versprochen hast und seinen Nachkommen, wohingegen Stephanie dann vorschlug, quam tu credentibus promisisti in sempiternum, was du den Gläubigen versprochen hast in Ewigkeit. Dass diese Absurdität tatsächlich ernst genommen wurde, lässt sich unter anderem an Schallplatten und Rundfunkaufnahmen aus dieser Zeit belegen. Eine Aufführung des Requiem im Stephansdom zu Wien durch den Staatsopernchor, den Singverein und die Philharmoniker unter Leitung von Wilhelm Furtwängler beschloss auch am 5. Dezember 1941 die zentrale Festwoche anlässlich von Mozarts 150. Geburtstag. Über dieses feierlichste und erhebendste Konzert hieß es im Völkischen Beobachter, es sei, Zitat, der Gegenwart klar ins Bewusstsein getreten, dass Wolfgang Amadeus Mozart dessen irdischen Kamm der überzeitliche Erfolg und Sieg krönten, in Wahrheit das Leben eines Helden gelebt hat. Heldischer aber als unser Zeitalter kann wohl keines in der Geschichte genannt werden. So feierte das deutsche Volk mit dem Gedenken an den großen Toten aus der Welt der Töne zugleich das Andenken an die gefallenen Kämpfer dieses Krieges. Wir sind mit diesem Blick auf die extreme Vereinnahmung von Mozarts letztem Werk ein wenig dem geordneten Gang unserer Überlegungen vorausgeeilt und wollen zurückkehren zur Feststellung, dass es für die NS-Propaganda an Mozarts Leben und Schaffen einiges zu retuschieren gab. Im Zusammenhang mit der nun bereits erörterten Kirchenmusik sind die Verbindungen Mozarts zur Freimaurerei und die in deren Kreis gehörigen Kompositionen zu nennen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten rechtsextreme Aktivisten, zu denen etwa Alfred Rosenberg und Mathilde Ludendorff gehörten, gegen die Freimaurerei gerichtete Verschwörungstheorien entwickelt. Hitler und seine Gefolgsleute teilten ihren Hass gegen einen weltanschaulichen Feind, der, wie es hieß, unter dem Einfluss des internationalen Judentums stand. 1935 kam es zum endgültigen Verbot der Logen. Die Zugehörigkeit herausragender historischer Persönlichkeiten zur Freimaurerei wurde verdrängt oder, wenn das nicht möglich war, fallweise in abenteuerlicher Weise pervertiert. So propagierte Mathilde Ludendorff in seit 1928 bzw. 1936 weit verbreiteten üblen Machwerken die Behauptung, Mozart sei in die Netze verschworener Logenbrüder wie von Juden geraten und von diesen ermordet worden. Im Lichte dieser grotesken, aber offensichtlich wirkungsvollen, die ich hier an dieser Stelle bemerken muss, bis heute nicht ganz ausgerotteten Argumentation, konnte Mozart in der Rolle eines Opfers gesehen und vom Verdacht freimaurerischer Gesinnung befreit werden. Freilich blieb als Stein des Anstoßes die Zauberflöte in der Welt. Eine Oper, deren Wirkungsgeschichte seit eh und je zumindest auch vom vermeintlichen oder tatsächlichen Gehalt freimaurerischer Ideen geprägt war. Das bestätigte sogar indirekt die von Mathilde Ludendorff geäußerte Behauptung, Freimaurer und Juden hätten Mozart umgebracht, weil sie die Zauberflöte als ihren Interessen entgegenstrebend verstanden hätten. Nach gängiger, dem mächtigen klassizistischen Vorbild des Bühnenbildes von Karl Friedrich Schinkel aus der preußischen Königlichen Oper Berlin verpflichteter Regiepraxis bestimmten Pyramiden als architektonische Bühnenelemente oder Dekorationen in Gestalt einfacher Dreiecke, mithin allgemein bekannte freimaurerische Symbole
die Schauseite der Zauberflöte in den Opernhäusern des Deutschen Reichs. Fanatische NS-Aktivisten versuchten, diese Ausstattungstradition zu brechen, im Weiteren auch eine Revision des Librettos durchzusetzen, um ideologisch missliebige Gehalte wie etwa den der allgemeinen Menschheitsversöhnung oder Wörter wie Brüderbund, Weisheitstempel, Prüfungstempel, die Eingeweihten, Sonnenkreis oder Mysterien der Iris zu entfernen. Mit dem totalitären Herrschern häufig eigenen Machtinstinkt wurde derartige Bilderstürmerei jedoch unterbunden. Wie aus einem Rundschreiben der Reichstheaterkammer an alle Opernhäuser im Reich vom 1. November 1938 hervor. Ich zitiere. Es mehren sich neuerdings die Bestrebungen und leider auch praktische Versuche, Mozarts Zauberflöte zu entägyptisieren bzw. zu entfreimaurern. Dies ist nicht nur eine überflüssige, sondern auch gefährliche Bemühung. Mozarts Zauberflöte gehört zu jenen Werken, deren musikalischer Kunstwert so hoch steht und so tief im deutschen Wesen begründet ist, dass das Libretto dagegen überhaupt nicht ins Gewicht fällt und Absonderlichkeiten, was das Entscheidende ist, vom Theaterpublikum überhaupt nicht empfunden werden. Damit soll keineswegs neuartige Regieauffassungen und Inszenierungsversuche der Weg versperrt werden, soweit sie sich nicht werkändernd im angedeuteten Sinne an einem Standwerk deutschen Kunstschaffens vergreifen. Bei diesem vermeintlichen Problem vertrauten die Machthaber also auf das gesunde Volksempfinden und die Macht der Musik. In den Worten des Gauleiters und Reichsstatthalters Wien Baldur von Schirach, ich zitiere, wer Goethe einen Freimaurer nennt und die Zauberflöte eine Freimaureroper, wird in unserem Volk mit Recht nicht ernst genommen. In ähnlicher Weise, doch mit einigen gedanklichen Windungen mehr, begegneten Politik, Praxis und Wissenschaft im Faktum von Mozarts enger Zusammenarbeit mit dem jüdischen Librettisten Lorenzo da Ponte. Die Taktik ging dahin, da Ponte als Menschen geringschätzig zu behandeln, seine Bedeutung für Mozarts Opernschaffen generell zu marginalisieren und seine künstlerische Leistung abzuwerten, sodass Mozarts Anteil an den Werken der Zusammenarbeit noch bedeutender erschien. Für die Verunglimpfung des Menschen da Ponte bedienten sich willfährige Autoren gängiger antisemitischer Stereotype. So beschreibt beispielsweise Alfred Burgatz 1942 in seiner Publikation Der Musiker der Liebe, ein Buch für Mozart-Freunde, den Librettisten mit Blick auf eine bekannte Bilddarstellung als, Zitat, einen kühl verhaltenen, schmächtigen Menschen mit leichter Habichtnase und hämisch zusammengepressten Lippen. Das Porträt knalle förmlich vor Rhetorik und theatralischer Pose. Ein abgedankter Schauspieler mit Togawurf um die Schultern und fahrig ins Gesicht gekämmten Silbersträhnen. Ein schmaler Schädel, aus dem die großen Augen erhaben und doch unendlich trostlos blicken. Von solchen und ähnlichen zweifelhaften Auslassungen ist das Mozart-Schrifttum der NS-Zeit voll. Dass Mozart überhaupt mit der Ponte zusammengearbeitet hatte, wurde mit den widrigen Umständen in Wien der 1780er Jahre erklärt. Man vergaß oder verschwieg, so Siegfried Anheißer 1938, dass der von den Italienern hart bedrängte, den bittersten Kampf um seine künstlerische Geltung führende Mozart, um überhaupt in Wien aufgeführt zu werden, einen Textdichter haben musste, der am kaiserlichen Hof zu Wien genehm und einflussreich war. Zitat. In der Gegenwart bestand aber keine Notwendigkeit mehr, auf diese historischen Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen, zumal Mozart sich ja in seinem heroischen Kampf gegen die Macht des Fremden durchgesetzt. Außerdem wurden die großen Opern des Komponisten
schon seit dem 19. Jahrhundert und das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein so gut ausschließlich auf Deutsch gegeben, sodass da Pontes genuine Sprachleistung ohnehin nicht mehr wahrgenommen wurde. Doch ausgerechnet an dieser für die endgültige Verdrängung des Mozart-Librettisten aus dem kollektiven Gedächtnis prinzipiell günstigen Stelle trat für die Machthaber ein großes Problem auf. Die auf allen Theatern längst vertrauten, seit Generationen gebräuchlichen Übersetzungen von Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte stammten von dem berühmten deutsch-jüdischen Dirigenten und Wagner-getreuen Hermann Levy. Diese zu arisieren erwies sich als schwierig genug, aber eine noch größere Herausforderung für das Regime bedeutete die Durchsetzung neuer deutscher Textfassungen der Opern in der musikalischen Praxis, denn alle Sänger und Sängerinnen hätten ihre Texte ganz neu lernen müssen. Schon vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hatte es ästhetisch motivierte Versuche gegeben, Levys Übersetzungen wenigstens zu revidieren. Daran knüpften Reichstheaterkammer und Reichspropagandaministerium an, freilich nicht mit sprachkünstlerischen, sondern Rasseargumenten. Der erwähnte Siegfried Anheißer machte es sich zur Lebensaufgabe, Zitat, die jüdischen Texte da Pontes durch arische Neudichtung, Zitat Ende, zu ersetzen, die er 1938 in seiner posthum veröffentlichten Studie für den deutschen Mozart bekannt. Trotz allen Bemühungen und Einflussnahmen von höchster Stelle setzten sich seine Versionen aber nicht flächendeckend durch. Nachdem sich 1939 Goebbels selbst der Sache angenommen hatte, erhielt Georg Schünemann, Leiter der Musikabteilung an der Preußischen Staatsbibliothek Berlin, den Auftrag, für Aufführungen im Deutschen Reich verbindliche Übersetzungen zu erarbeiten. Schünemann, durchaus kein fanatischer Nazi, ging die sehr gut bezahlte Aufgabe wissenschaftlich an, orientierte sich an frühen Eindeutschungen der Libretti und begründete 1941 die Mängel der Versionen Levys nicht primär mit dessen Rassezugehörigkeit, sondern aus dessen Bekenntnis zu Richard Wagner. Zitat, ihm, Levy, war die Wagnersche Diktion so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er auch Mozarts Rezitative einfach nach diesem Muster verbog und zurechtrückte. Streckenweise komponierte er um, setzte Flicknoten und ganze Notenzeilen hinzu und opferte der Sprechmelodie jede Mozartsche Eigenheit. Lange hielten sich seine Bearbeitungen an den Bühnen, sie waren im Alten geläufig und eingänglich, im Neuen nicht unbequem und im Eigenen zumindest zeitgemäß. Zitat. Schon in der Saison 1939-40 wurden Schünemanns Übersetzungen in Hamburg, Dresden und Osnabrück zur Premiere gebracht, 1941 mit einem Imprimatur des Regimes gedruckt und waren seitdem bis zum Untergang des vermeintlich tausendjährigen Reichs für Aufführungen verbindlich. Danach blieben sie durchaus im Gebrauch und die Ausgaben sind bis heute im Musikalienhandel erhältlich. Entfernt wurde bloß das verräterische Imprimatur. Die bisher skizzierten Motive einer Mozartpflege im Dritten Reich fügten sich nach außen mit der vollen Wucht propagandistischer Wirkmittel erst im Mozart-Gedenkjahr 1941. Der Anlauf zum Jubiläum von 1941 begann unausgesprochen im Frühjahr 1938 nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Zu einem der wichtigsten, wenn nicht sogar zum zentralen Ort der Mozartpflege, erkor das Regime Mozarts Geburtsstadt Salzburg. Für diese Entscheidung spielte neben den auf der Hand liegenden noch ein für die politische und ideologische Funktionalisierung des Komponisten wesentliches Motiv mit.
die nahe der Grenze zwischen Reich und Ostmark oder Donau- und Alpenreichsgaue gelegene Stadt Salzburg bot sich als Symbol der Vereinigung an. Vor allem aber ließ sich in ihr eine Ästhetik der Provinz verwirklichen, die sich bildungsbürgerlicher und bäuerlicher Traditionsbestände bediente. Als Motto dieser Ästhetik wurde bei der Bücherverbrennung auf dem Salzburger Residenzplatz am 30. April 1938 verkündet, ich zitiere, frei und deutsch sei die Stadt Mozarts. Der Anspruch, die Stadt Mozarts zu sein und künftig im empfangenen Sinn eine Kulturmetropole sein zu wollen, richtete sich unterschwellig gegen die Großstadt Wien. Zitat: Der Hass auf Wien ist bis zum heutigen Tage geblieben, notierte Goebbels im Juli 1938 in sein Tagebuch. Das ist politisch sehr gut für unsere Absicht. Frei und deutsch, das hieß im Kontext des Jahres 1938 frei vom klerikalen und jüdischen Einfluss, Umdeutung Mozarts zu einem deutschen Genius und Einbindung der deutschen Volkskultur in ein ästhetisches Programm, das Kunst und Volk wieder zusammenführen sollte. So der Zeithistoriker Ernst Hanig in einer Studie von 2005 zur speziellen NS-Kulturpolitik Salzburg. Das ideologisch motivierte Programm wurde effizient und zielstrebig umgesetzt. Die Salzburger Festspiele, die sich zu einem mondänen Festival mit internationalem Publikum entfaltet hatten, wurden konsequent arisiert und auf die Produktion vornehmlich Mozartscher Kompositionen ausgerichtet. Dazu verfügte Goebbels, ich zitiere, in Salzburg muss aus der Atmosphäre dieser Barockstadt heraus geschaffen werden. Wiener Kunst nach Salzburg zu verpflanzen, das heißt, den Salzburger Festspielen ihren Reiz und ihren typischen Charakter zu nehmen. Neben den Festspielen wurde dem volkstümlichen Musizieren und der Jugendmusikpflege große Beachtung geschenkt. Fritz Jöde und Cäsar Bresken wurden hier an vorderster Front tätig. Letzterer als, so sein Titel, Musikbeauftragte der Hitlerjugend für den GAU Salzburg. Und als engagierter Leiter von Mozart-Spielscharen. Erich Valentin, der Generalsekretär des Salzburger Zentralinstituts für Mozartforschung, setzte sich publizistisch unermüdlich und getreu der ideologischen Generallinie für den deutschen Mozart ein. Zitat: Die Stärke und der Sieg der deutschen Waffen schützen die Heimat, auf das auch im Krieg, der ein Kampf der Ordnung gegen das Chaos ist, die deutsche Kultur und das deutsche Kulturschaffen ungehindert weiterwachsen. So hieß es 1941 im neuen Mozart-Jahrbuch. Das war der Geist, aus dem heraus die nationalen Feiern des Jahres 1941 initiiert und durchgeführt wurden. Denn bloß einem Jubiläum geschuldet, Mozart in besonderer Form zu ehren, hätte sich angesichts des mittlerweile von dunklen Wolken bedrohten Himmels über dem Dritten Reich nur schwer rechtfertigen lassen. Im Juni hatte der deutsche Angriff auf Russland begonnen. Seit Oktober war eine neue Offensive an der Ostfront im Gange. Die Ausweitung der Kampfhandlungen zu einem katastrophalen Weltkrieg zeichneten immer deutlicher ab. In dieser Situation ließen sich Mozart-Feiern nur vertreten, wenn sie den Gegenstand der Verehrung in einer möglichst aufbauenden Verbindung mit den Gefährdungen der Gegenwart zusammenbrachten. Dabei durfte aber nicht der Eindruck entstehen, als bestünde Anlass für substanzielle Zweifel am letztendlichen Erfolg des vom Deutschen Reich ausgehenden Krieges. Vielmehr sollte der Welt gezeigt werden, dass, in den Worten des Reichsdramaturgen Rainer Schlösser, das, Zitat, Kanonendonner von Sedan und die kleine Nachtmusik von
Mozart als Ausdruck des gleichen künstlerischen Vermögens der Deutschen zu gelten hatten. Dafür bedurfte es publikumswirksamer Maßnahmen. Die Aktion Mozart ins Volk, so hieß sie, bemühte sich darum, die Musik des Komponisten zu popularisieren, nun auch einem Massenpublikum bekannt zu machen. In diese Richtung zielten etwa zwei Filme aus dem Umkreis des Jubiläumsjahres, nämlich Die kleine Nachtmusik, bereits 1939 gedreht, und dann 1942 Wen die Götter lieben. Den strahlenden Höhepunkt der Huldigungen durch das NS-Regime markierte die Mozartwoche des Deutschen Reiches, man höre und staune, in Wien. Für diese Klimax schien dann Salzburg doch, wo es auch Jubiläumsveranstaltungen gab, zu provinziell zu sein. 8 Tage lang erklang auf allen Podien und für weiteste Hörerkreise eine über das übliche Maß hinausgehende, umfassende Auswahl an Werken des Komponisten. Führende Dirigenten des Reichs wie Karl Böhm, Clemens Krauss, Hans Knappertsbusch oder Richard Strauss leiteten Festproduktionen der großen Opern. Es gab repräsentative Symphoniekonzerte, aber auch Vorführungen und Feierstunden für die Hitlerjugend, ein volkstümliches Sonntagskonzert, Kammermusikabende oder, ausgerichtet von der Organisation Kraft durch Freude, eine Veranstaltung mit dem Titel Der heitere Mozart. Das Laienpublikum wurde mit einem belehrenden Lichtbildervortrag an Mozart herangeführt, während die Größen der Forschung zu einem Mozart-Kongress in der Akademie der Wissenschaften im Palais Pallavicini zusammentraten. Eine Mozart-Ausstellung im Prunksaal der Nationalbibliothek durfte ebenso wenig fehlen wie die Eröffnung der Gedenkstätte im Figaro-Haus. Das sehen Sie hier, Goebbels hat das Figaro-Haus eröffnet und klimpert hier auf Mozarts Klavichord herum, durfte also ebenso wenig fehlen wie eine Feierstunde im Schloss Schönbrunn mit Gedenkrede aus Dichtermund und Rezitation eines Prologs von Josef Weinhell. Mit erheblichem Aufwand an Propaganda wurde am 5. Dezember 1941 der 150. Todestag des Komponisten in Szene gesetzt. Zunächst fand eine Huldigungsfeier vor der Kapelle am Stephansdom statt, in der Mozarts Leichnam vor der Überführung zum St. Marxer Friedhof aufgebahrt worden war. Reichsleiter Baldur von Schirach legte dort vor der Mozartflamme als erster den Kranz des Führers nieder, ehrte den Jubilar, wie es heißt, mit deutschem und erläuterte, dass dies, Zitat, zugleich ein Symbol für die neue Gesinnung sei, die in Europa einzieht. Durch diesen feierlichen Akt wurde wieder gut gemacht, was einst durch die Mitwelt versäumt wurde. Der Einsame ist nun nicht mehr allein. Unter dem Geläut sämtlicher Wiener Glocken erwiesen anschließend Vertreter höchster Institutionen und fremder Nationen Mozart mit Kränzen ihre Reverenz. In der Staatsoper leitete Reichsminister Goebbels eine, wie sie hieß, kulturpolitische Kundgebung, in deren Rahmen er eine staatstragende Rede hielt und Mozart als, Zitat, einen deutschen Volkskünstler in des Wortes bester Bedeutung feierte. Die größte musikalische Huldigung, so hatte er im offiziellen Programmbuch verlauten lassen, die je einem Genius ehrend dargebracht wurde, vollzieht sich im Kriegsjahr 1941 in Wien. Während Europa sich anschickt, eine neue politische Gestalt anzunehmen und die Grundlagen der Zukunft durch die Waffen erkämpft werden, huldigen die deutsche Nation und die ihr befreundeten Völker einem der größten Einiger aller Nationen und Menschen, die die Welt je hervorgebracht hat. Sie danken ihm durch die festliche Wiedergabe seiner begnadeten Musik.
Die Zukunft unseres Volkes und Europas insgesamt soll mit im Zeichen dieses großen deutschen Tonschöpfers stehen, dessen Andenken die Mozartfeier in Wien als Gleichnis ewig gültiger menschlicher Werte. Aus Gelöstheit und wissendem Ernst, die Mozarts Wesen erfüllen, entsteht uns für die Zukunft ein Vermächtnis, das zu ehren und zu fördern wir verpflichtet sind. In diesem Sinne wollen die Festtage 1941 entstanden sein. Zitat. In diesen Worten zeigt es sich, das abstoßende Doppelgesicht des NS-Regimes aus Terror und Schönschein, und an seinen Taten lässt es messen. Nur wenige Tage später erklärte das Deutsche Reich den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg, übernahm Hitler den Oberbefehl über das Heer. Bis zu den Beschlüssen der Wannsee-Konferenz über die sogenannte Endlösung der Judenfrage dauerte es keine 6 Wochen. Vor dem Hintergrund dieser dramatischen Ereignisse, der bildmächtigen Inszenierung der Mozartwoche des Deutschen Reiches in Wien, andererseits nimmt sich das 20. Mozartfest Würzburg, das vom 14. bis zum 22. Juni 1941 stattfand, geradezu als heimelige Skulpturidylle fernab des Weltgeschehens aus. Dessen Leiter Hermann Zilcher schien die Absicht zu verfolgen, entgegen dem Zeitgeist bilden der Gegenwart das Jubiläumsfest als ungeschmälerte Huldigung an Mozart zu gestalten. Erstmals in der Geschichte des Mozartfestes standen ausschließlich Werke Mozarts auf dem Programm. Kein anderer Komponist war vertreten. Die offiziellen Verlautbarungen und Werbeträger blieben vordergründig frei von nationalsozialistischen Zeichen und Bekundungen. Hakenkreuze sucht man zumindest im Werbeflyer wie im Programmbuch vergeblich. Doch nichts wäre naiver und verfehlter als die Annahme, die Würzburger Mozartfeste der 1930er und 1940er Jahre hätten in einem ideologischen Freiraum stattgefunden. Das Jubiläumsfest 1941 sei gar bewusst unpolitisch gewesen. Das konnte es schon deswegen nicht sein, weil Zilchers ursprünglicher Impuls für die Gründung und Entwicklung des Mozartfestes ein im Kern antimodernistischer und damit im Kern auch ein politischer war. Zilcher selbst bekennt sich 1941 rückblickend in einem weit verbreiteten programmatischen Bekenntnis zu seinem Ansatz, gegen eine nach dem Ersten Weltkrieg aufkommende sachliche Mozart-Auffassung ein romantisches Mozart-Ideal zu verteidigen. Ich zitiere: gewissen Gefühlskalten im letzten Grund unmusikalischen Kreisen war der dämonische, zärtliche, ernste und leidenschaftliche Mozart fremd. So war es eine wundervolle Aufgabe, in die stilistische Verwilderung und Verwässerung nun Mozart in all seinem Empfindungsreichtum herauszustellen. Nach 20 Jahren, so zieht ja weiter, erfülle das Würzburger Mozartfest einen im deutschen Musikleben längst anerkannten erzieherischen Zweck. Schon 1938 hatte Zilcher im Würzburger Generalanzeiger vom 28. Juni 1938 die Meinung vertreten, dass in der jüngeren Vergangenheit, Zitat, die großen deutschen Tonschöpfer wohl nie undeutscher und artfremder dem Volke gedeutet wurden als zu jener Zeit, wo jüdisches Musizier- und Dirigentenunwesen das Musik- und Konzertleben bei uns beherrschten. In den neuen Wegen, die heute im nationalsozialistischen Staat auch auf dem Gebiet der musikalischen Volksbildungsarbeit beschritten werden, erblicke ich durchaus die größten bisherigen Ansätze dafür, auch in der breiten Masse die an sich vorhandene Erlebnisbereitschaft und das Verständnis für Musik ganz allgemein mehr als früher zu wecken. Zitat Ende.
Derartige Verlautbarungen offenbaren Zilcher weniger als glühenden Parteigänger der NSDAP, sondern belegen vielmehr das damals typische Verhalten der meisten Musiker in prominenter institutioneller und künstlerischer Funktion. Zilcher weiß genau, was er öffentlich zu sagen hat, und was er sagt, steht nicht im Widerspruch zu lange gehegten eigenen Überzeugungen. Wie viele Angehörige seiner Generation stand auch Zilcher der Moderne skeptisch bis völlig ablehnend gegenüber. Wenn sich die nationalsozialistische Kulturpolitik dieses Affekts annahm, ihn verstärkte und dessen Wasser auf die eigenen ideologischen Mühlen leitete, dann konnte sie sich gewiss sein, rasch eine breite und treue Gefolgschaft zu gewinnen. Zilcher mit seiner deutschnationalen Gesinnung fühlte sich, auch wenn ihm das braune Funktionärswesen anscheinend weniger behagte und er sich gelegentlich von der ein oder anderen ideologischen Position distanzierte, im Dritten Reich künstlerisch nicht fremd, konnte er doch seinen alten künstlerischen Überzeugungen treu bleiben. Dass diese sich lange vor 1933 ausgebildet hatten, dann aber zum Ideologiegebräu der NSDAP gehörten, eben weil sich die Partei mit perfidem Geschick vieler Ideen und Strömungen der jüngeren Vergangenheit bemächtigt hatte, gehört zu den Bedingungen, die den breiten Erfolg des Regimes auch ermöglichen. Zilcher scheint kein Gedanke daran gekommen sein, dass er mit seinem Mozartfest, seiner Haltung schon in den ersten Jahren die NS-Herrschaft zu einem systemstabilisierenden Faktor avancierte. Denn er setzte ja bloß fort, was sich seit 1921-22 bestens bewährt hat. Die finanzielle Förderung durch das Regime, im Jubiläumsjahr 1941 fiel sie besonders reichlich aus, sicherte, was ihm das Wichtigste war, Würzburg in jedem Sommer abwechslungsreiche Programme und hochwertige Leistungen zu bieten. Einen Höhepunkt bereitete etwa das Schäferspiel im Hofgarten, vor der Kulisse der Residenz ausgerichtet, vom seinerzeit berühmten, aus der Reichshauptstadt engagierten Ensemble der Tänzerin Frederica Derra de Moroda. Die lokale Presse berichtete darüber, Zitat, die Tanzgruppe von Derra de Moroda sowie BDM und KDF-Sport brachten nach Idee und Durchführung unter geschickter Ausnutzung der örtlichen Gegebenheiten wohlgelungene, schöne Bilder, die sehr geschickt Reigen, Spiele, Schaukel- und Ballspiel, Liebesszene und Blindekuhspiel, Anlehnung an alte Formen in neuzeitlicher Auffassung und in sehr hübschen Gewändern, famos die Farbenzusammenstellung von Weiß, Grau und Rosa, durchs Auge der Zuschauer führen. Die Solotänzerinnen traten sehr erfolgreich hervor, wie auch die originellen kleinen Ohren, das Entzücken der Besucher hervor. Zitat. Die Stadt dankte es ihren in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiernden Festleiter und zeichnete Zilcher bei der Abschlussveranstaltung des Mozartfestes mit der silbernen Stadtplakette aus. Außerdem verlieh ihm die Stiftung Mozarteum Salzburg ihre höchste Auszeichnung, die goldene Mozartmedaille, Hitler die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft und in Berlin widerfuhr ihm die Ehre der Uraufführung seines Violinkonzertes Opus 92 durch die Philharmoniker unter Leitung von Wilhelm Furtwängler. Der Künstler stand im Zenit seines äußeren Ruhms. Wie brüchig dieser war, erfuhr er für ihn schmerzlich in den kommenden Jahren. Als Gauleitung und die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude ihm das Heft der Verantwortung für die Mozartfeste aus der Hand wandeln. In unfassbarer Verblendung veranstalteten GAU und KDF noch 1944 einen strahlenden vierwöchigen Mozart-Sommer mit 3 Dutzend Veranstaltungen und taten so, als stünde die Welt um sie herum nicht längst in Flammen.
Hier zeigt sich erneut Zilchers ambivalente Haltung. Zum einen hegte er angesichts der herrschenden Lage stärkste Bedenken gegen die Ausweitung des Festes, warnte eindrücklich vor den absehbaren organisatorischen und logistischen Schwierigkeiten und empfand es als pietätlos, die beliebten Tanzvorführungen im Residenzgarten auf dem Programm zu lassen, wo doch auch viele schwer verwundete und versehrte Soldaten auf Fronturlaub im Publikum sitzen. Zu anderen ließ er es sich dann aber trotz allen Vorbehalten nicht nehmen, Konzerte und Opernaufführungen zu dirigieren. Meine Damen und Herren, Mozart der Deutsche, der wahre Volkskünstler, der Führer, der Völkerverständiger, der Held. Bis in den Sommer 1944 tönten diese hohlen Phrasen ins Land hinein, sollte die Darbietung Mozartscher Musik das vom Krieg gezeichnete Volk ablenken, trösten, erbauen. Der bereits genannte Film »Wen die Götter lieben« erlebte 1942 bei einem Staatsakt im Salzburger Festspielhaus seine Premiere. Es handelt sich um einen Propagandafilm. Das muss hier doch auch nochmal gesagt werden, weil er noch permanent ohne irgendwelche Kontextualisierung im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Es handelt sich um einen Propagandafilm, in dem geschichtliche Tatsachen hemmungslos gefälscht worden, der zu Tränen rühren sollte und dessen im Titel geführter Halbsatz am Ende nach Mozarts Tod vervollständigt wird. Wen die Götter lieben, den lassen sie früh sterben. Das wird im Film über Mozart gesagt. Doch es richtete sich an die Zuschauerschaft im Reich, die um die jungen Männer an der Front bangten. Zitat: Im Kriege aber bedeutet die Beschwörung seines Geistes eine Handlung im Sinne der kämpfenden Soldaten. Denn wer für Deutschland das Schwert zieht, der zieht es auch für ihn. Wie viele Menschen diesen ungeheuerlichen Worten Baldur von Schirachs Glauben schenken oder sich von den Bildern der Mozart-Filme beruhigen, wer weiß das? Der 27. Januar 1945 hätte dem Gedenken an Mozarts 189. Geburtstag gelten können, aber im Zeichen des totalen Kriegs waren längst alle Kulturbetriebe geschlossen worden. An diesem Tag befreiten Soldaten der sowjetischen Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Seither kann, wenn man will, der 27. Januar auch als Memento sowohl für die wunderbare Beglückung durch Musik als auch für die Erlösung aus unsäglichem Leid, verursacht von einem mörderischen Tyrannis, verstanden. Mozart und seine Musik sind vom ideologischen Missbrauch durch das NS-Regime nicht kontaminiert worden. Aber die organisierte Mozartpflege war bei Kriegsende in vieler Hinsicht diskreditiert. Es gehört zu den Fatalitäten der Geschichte nach 1945, dass über die Anfälligkeit für politische Verführung, die Bereitwilligkeit zum pervertierenden Mittun und die offensichtliche Schwäche aller der idealistischen Konzepte einer humanistisch gesinnten Mozartpflege nur wenig nachgedacht worden. Als habe es lediglich einen Störfall gegeben, gleichsam eine bedauerliche historische Panne, ging es bald nach Kriegsende mit fast allen in unserem kurzen geschichtlichen Rückblick genannten Personen und Institutionen weiter. Mozart-Festspiele, Mozart-Gesellschaften, Mozart-Gemeinden, Mozart-Musizierwochen und alles das und mehr, was zur Rezeptionsgeschichte Mozarts in der ersten Jahrhundert gehörte, wurde in nur leicht modifizierter Form fortgesetzt. So auch mit einigem Abstand die Mozartfeste in Würzburg. Ihre neue Folge, genauer, ihre programmatisch weitgehend unveränderte Wiederaufnahme begann 1951. Insgesamt standen schon nach nur wenigen Jahren Schamfrist an der Spitze der Mozartpflege in der Bundesrepublik Deutschland
der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Österreich wieder die Männer und ganz wenige Frauen, die dort bereits im Dritten Reich teilweise schon davor den Tod angetreten hatten. Vielleicht hätte auch Hermann Zilcher in diesem Kreis wieder einen Platz gefunden, wäre er nicht am 1. Januar 1948 plötzlich verstorben. Keiner der damaligen Akteure ist heute mehr am Leben. Ihr Wirken stand und steht, häufig im verklärenden Licht der meist unbestreitbaren Verdienste, die sie sich nach 1945 erworben haben. Ohne dass das in aller Deutlichkeit bewusst geworden wäre, bezeichnen erst das Mozartbuch von Wolfgang Hildesheimer aus dem Jahre 1977 und der Amadeus-Film von 1984 die Bruchlinien des Mozartbildes im 20. Jahrhundert. Wie erst haben die zum Teil heftigen, aber auch heilsamen Auseinandersetzungen über Probleme und Fragwürdigkeiten der jüngeren Mozart-Rezeption produziert. Damit, meine Damen und Herren, sind wir zum Schluss an eine unserer Eingangsfeststellungen zurückgekehrt. Die Mozartpflege des Dritten Reichs wurzelt in der Zeit lange vor 1933 und sie war 1945 noch keineswegs zu Ende. Auch heute ist sie es insofern nicht, als sie zur dauerhaften Erinnerung daran wachgehalten werden sollte, wie dünn die Decke der Zivilisation doch ist und wie rasch eine Gesellschaft sich an den Abgrund der Barbarei bringen kann. Oder mit den Worten des amerikanischen Schriftstellers William Faulkners gesagt, die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht einmal vorbei. Vielen Dank. Der geehrte Professor Konrad, Sie sind ein führender Mozart-Experte. Und Thema Ihres heutigen Vortrags, Mozartpflege beim Dritten Reich, ist sehr aktuell und hat eine große Bedeutung bis jetzt, vor allem im Jubiläumsjahr des Mozartfestes unseres Staates. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren hervorragenden Vortrag und hoffen Sie wieder hier in unserem Zentrum Shalom Europa begrüßen zu dürfen.